Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Im letzten Part haben wir uns durch eine Horde Chunkies gekämpft, befinden uns jetzt in der Polizeistation und schauen uns hier jetzt ein bisschen um. Richtig. Und dem armen Leon, wie man sieht, dem geht's nicht gut. Ja, da fällt mir gerade dazu ein, die Musik ist so erleichternd, also das hört sich echt schön an, wie so Hafen, keine Ahnung. Ja, also es ist auf jeden Fall, ist gut, dass du das sagst. Hier steht nämlich in dem Raum eine Schreibmaschine, wo man speichern kann. Und das ist dann, glaube ich, die Maschine, Quatsch, die Musik meine ich, die Speicherraummusik. ein alter Brunnen, da steht geschrieben, um den Schlüssel zu bekommen, der dein Herz öffnet, warte ich auf das wunderschöne Einhorn. Ja, da kannst du lange warten, es gibt keine Einhörner. Oh Gott, ja, wir gehen am besten. Wir werden nämlich nicht direkt speichern. Also ich denke, der Leon hat auch ein wunderschönes Einhorn. Oh Gott. Ach, die geht auf, toll. Offene Türen sind schön. Gestöhnen ist auch schön. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Hat er jetzt ernsthaft die Waffe auf Chris gerichtet? Leon. Ja, ich wollte gerade sagen, so, er möchte, dass wir ihnen helfen und dann Waffe auf uns ziehen. Warum das denn? Und er hat jetzt, glaube ich, abgeschlossen, kann das sein? Ja, hat er. Na gut, dann stirb halt allein. Ja. So. Wir haben eine Schlüsselkarte von ihm bekommen, richtig? Also eine blaue Karte. Können wir die prüfen? Eine Schließkarte, auf der steht Raum Elektronikschloss. Aha. Okay, es gibt einen Raum namens Elektronikschloss. Alles klar. Ja, vor allem auch, wenn man, ich kann zwar Englisch, ich sag das auch immer bei so, Munition. Ja, geil, wir werden ja hier... Was, wir haben 60 30? Schuss? 60? 30 haben wir gerade bekommen. Ja, heftig, und insgesamt haben wir 60, da Fug. Aber trotzdem nicht alles verballern. Nee. Geht schneller, als man denkt. Da ist... ein ganz kleines Ink-Ribbon, ein Farbband. Ach ja, und wie man sieht, wir haben begrenztes Inventar. Also die meisten, die das jetzt gucken, werden das Spiel ja wahrscheinlich eh kennen. Wie war das denn im Remake? Haben die da auch noch begrenztes Inventar? Ja, begrenztes Inventar schon. Aber wollen Sie den Computer benutzen? Ja. Tun wir das. Türschloss. Warum? Welche Flurtür hat er zugeschlossen? Schließe Flut. Okay, mit der Schließe. Blaue Karte benutzen. Ja, schon. Okay. Überprüfe die Karte. Klingen. Und nochmal. Alles ist jetzt offen. Wunderbar. Ja, dadurch, dass wir... Wir wollten eigentlich noch nicht speichern, aber dadurch, dass wir schon wieder... Sollen wir das Kraut nehmen oder warten? Nee, warten. Oh. Wir speichern ja jetzt. Okay. Eine alte Schreibmaschine. Hier können Sie Ihren Fortschritt speichern. Wollen Sie das Farbband benutzen?
Zieh. Ja. Und zwar wird das jetzt verbraucht, wenn wir speichern. Richtig. Also das heißt, man kann auch nicht wie im Remake alle Male speichern. Nein, leider nicht. Nur frag mich jetzt nicht, wie das ist, ob man wirklich bei jeder neuen Schreibmaschine immer wieder Farbbänder findet. Wir haben, ja genau, wir haben jetzt noch eins. Und unsere Waffe ist nicht vollgeladen. Dann tun wir das mal. Oh ey, so viel Schuss, das ist ja schon, oh. Nur wo ist die andere Tür? Weil hier beim Rumtesten sind wir schon in diese Tür hier gegangen. Wo ist die andere Tür, die der aufgemacht hat? Weil hier gibt es weit und breit keine Treppe, um von hier in den zweiten Stock zu kommen. Das ist auch beim Remake anders. Okay. Ja, oder ja. Hast du hier irgendwas gesehen, wo man... Also das hier ist ja die Tür, die zu dem Officer, die er zugemacht hat. Ja, vielleicht müssen wir dann echt nach oben erstmal. Ja, aber es gibt ja nicht nach oben. Du kommst hier ja nicht hoch. Naja, wenn wir dann irgendwie... Guck mal da, das sieht aus, als würde da eine kleine Ketchupflasche stehen oder so da am Rand. Stimmt. Das sieht ja weird aus. Oder ein Bier, wahrscheinlich war es eher ein Bier. Weil was soll... Gehen wir mal durch die Tür, ne? Was soll Ketchup hier in... Na, obwohl doch, die müssen ja irgendwie das ganze Blut machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh, eine Kiste. Da können wir Sachen lagern. Und no smoking. Weißt du, was ich dazu sage, Spiel? Ganz ehrlich, weißt du, was ich dazu sage? Uno secundus. Ah, das sage ich dazu, liebes Spiel. Eigentlich wollte ich nicht mehr während der Aufnahme rauchen, aber das Spiel verleitet mich jetzt. Ja. Was legen wir denn weg? Das Kraut. Wirklich? Nee, obwohl, das Farbband. Ja, ne, das Farbband. Ja, das Messer. Nee. Ja, das ist halt nur, wenn du keine Munition mehr hast. Ich weiß nicht, ob er das sonst noch irgendwo für braucht, aber komm, wir tun's erstmal weg. Okay. Ja, und die Shotgun, Na, würde ich behalten. Ja, ne? Ja. So, und da liegt, glaube ich, ein Text. Yes. Möchtest du? Ja. Ein Polizeimemorandum. 23.08.1998. Zur Information an alle. Während des Umbaus des Reviers mussten leider einige vertraute Einrichtungen etwas umarrangiert werden. Der Safe mit dem vierstelligen Sicherheitscode Schloss wurde den Stars Büro im ersten Stock in das östliche Büro im Erdgeschoss gebracht. 2236. Kommunikationsabt. Abteilung? Des Polizeireviers Raccoon City. Aber ernsthaft, dieser Satz hier, der ergibt voll keinen Sinn. Deswegen musste ich auch gerade lachen. Na, also der Safe mit dem vierstelligen Code wurde den Stars Büro im ersten Stock, also wenn schon wurde, keine Ahnung, es ergibt auf jeden Fall keinen Sinn. Er speichert die Datei ja, glaube ich, das heißt, wir müssen uns die Zahl nicht abschreiben, oder? 2236. Ich kann es mal tun, wenn du magst. Jo, kannst du machen. Klar. Why not? Ich hab ja hier. Du bist jetzt wieder so weit vom Mikro weg. Oh. Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte. Drüben am Empfang gibt es ein Büro. Das heißt, wir können hier klingeln, ja? Was war die scheiß Zahl jetzt nochmal? 2236. Boah, ich hab's mir gemerkt. Wow. Und hier so. Gibt's nichts Besonderes, okay? Auch nichts zum Heilen oder so? Das wäre mal voll nett. Heile, heile. Ja, heile, heile Gänschen, ne? Wie geht das nochmal weiter? Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Ja, so ungefähr, ne? Das Symbol der Polizei von Raccoon City. Wird das jetzt Raccoon oder oh. Raccoon? Raccoon, da war was am Fenster. Es ist zu dunkel, um da draußen was zu sehen. Ja, dann kauf dir eine Brille. Das erinnert mich an Vic. An Vic, ja. Aber was war da nochmal mit dem, wo sie das Streichholz holen musste, ne? Nee, oder nee, das erinnert mich an Paloma. Das wird niemals funktionieren. Ja, stimmt. Das eher, ja. Oh Gott. Auch so ein Zickenmensch, Ja. Oh, Leon, das ist nicht gut, dass es dir nicht gut geht. Nee, das ist gar nicht hier gut. Hier irgendwie haben wir eine Karte. Und nein, es gibt keine Taste, um selbstständig auf die Karte zu kommen. Man muss ins Menü.
Ja, also die Räume, wo man schon war, sind scheinbar blau und wo man gerade ist, ist rot. Ja. Das heißt, da gibt es zwei Türen dann noch, wenn wir jetzt weitergehen. Ja, I see. Okay. Ach so, halt. Wollte ich da nicht gucken, ob es da irgendwas hängt? Verschiedene Notizen. Nichts Hilfreiches dabei. Ja, was hast du erwartet, Leon? Wie kriegt's Umbrella eigentlich jedes Mal hin, dass die immer Scheiße bauen? Die müssen doch irgendwann mal merken, so, einmal Zombies verkackt, dann wieder Zombies verkackt, dann wieder, dann wieder, dann wieder, dann wieder. Ja. Kriegen das jedes Mal aufs Neue hin? Ja, die sind halt dumm, ne? Genauso keine wie ein Ahnung. Auf-Zu-Schalter. Das heißt, man kann den Schalter auf- und zumachen. Warum sagen die nicht einfach ein Schalter für die Sperre? Er funktioniert nicht, das Kabel ist durchtrennt. Okay, und hier liegt ein Officer. Der hat keinen Kopf. Ja, das hat Leon auch gerade gesagt, er scheint abgedreht worden zu sein. Ja, abgedreht, ne? Vielleicht ist er ja auch einfach verrückt geworden, weil man kann ja, ne? Abgedreht, also so mit so einem Schraubenzieher. Da tropft es. Oh. Verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Peak eingraviert. Okay, können wir... Spielen wir jetzt hier Karten oder was? Scheinbar. Das ist Blut, ne? I hope this is not Chris's blood. Eine andere Art von Junkie. Ih, du Arschloch, lässt du uns mal durch? Oh boy. Das ah, da ist ein Kraut, da ist ein Kraut, da ist ein Kraut. Nein, da ist ein Kraut. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh in die Tür. Da war ein Kraut. Ja, das ist, Scheiße. Müssen wir aber nehmen. Ja, aber jetzt doch nicht. Wie geht's uns? Oh, scheiße. Ja, würden wir das Kraut nehmen, dann wird's uns besser gehen. Das ist, wir kriegen das doch nicht, der wartet doch jetzt direkt. Ja, da. Wir haben doch eh gespeichert, was sollen wir jetzt verlieren? Ah. Haben wir jetzt viel gemacht? Nö. Nö, hast du recht. Oh Gott. Hoffentlich ist der jetzt nicht direkt hier vor der Tür. Ja, na sicher. Der macht schon wieder. Leckt uns ab. Nein, ist er nicht. Oh Gott, gib das her. Dann gehen wir jetzt da rein und verbinden uns dann. Ja, wir verbinden uns. Oh Gott, wenn er auf Gefahr ist, dann läuft er aber echt lahmarschig. Ja, I see. Der schlendert richtig so rum. Wie der Schlenderman. Oh wei, das war irgendwie eine sehr gute Dings. Ach mein Gott, ja, Kräuter mischen. Was wollte ich jetzt sagen? Wortspiel und so benutzen. Ah, uns geht's wieder vorsichtig. Ja, was ein geil. Satz. Aber irgendwie hätte ich was Besseres erwartet, so. Ja. Das Fenster ist mit Brettern vernagelt. Ach, hier wird schon wieder genagelt. Okay. Immer diese Menschen. Ja, ne? Was ist da unten? Wären wir jetzt bei Outlast, würde ich sagen, er kann sich da irgendwo durchquetschen. Ja, bestimmt. Dann kommt da so ein Jumpscare. okay. Die geht auch noch auf, ey. Was ist das? Das ist eine Tür. Ja, danke. Für diese Feststellung. Ist hier kein Junkie zufällig? Können wir uns hier Cola ziehen oder Fanta oder sonst irgendwas? Wasser. Ja. Leider nicht. Leere Cola-Dosen und Abfall, sonst nichts. Okay. Ja, ist doch gut. Als ob man hier nichts findet. Komm schon. Hier muss bitte irgendwas liegen. Irgendwas? Ach, da möchte er nicht hinter. Das sieht aus irgendwie wie so ein Klassenzimmer. Sieht aus wie eine Einsatzkarte. Ja. Oh Gott, hast du dieses Geräusch gehört? Hm. Was war das? Finde ich nicht gut. Weiß ich nicht. Sieht aus, als hätte es hier vor kurzem einen Unfall gegeben. Ach so, ja, der hatte ja auch angesprochen, eben der Polizist, dass es da einen Vorfall in einem Anwesen gab. Ach, Einsatzbericht, okay. Einsatzbericht, 26. September. Das Polizeirevier Raccoon City wurde unerwartet von Zombies angegriffen. Ja, wann erwartet man sowas? Weißt du, ach ja, morgen, okay, erwarten wir einen Zombieangriff. Also, viele wir planen das. Ja, wir planen das, genau.
Moment, ich muss mich kurz muten. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz husten. Hört man mich? Ja. Sehr gut. Viele wurden verwundet. Noch mehr wurden getötet. Während des Überfalls wurde unsere gesamte Kommunikationsausrüstung zerstört. Wir haben keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Wir haben einen Einsatz beschlossen, der nicht nur eventuelle Überlebende in Sicherheit bringen, sondern auch verhindern soll, dass sich diese Plage weiter über die Grenzen von Raccoon City weg ausbreitet. Die Einzelheiten des Einsatzes lauten wie folgt: Sicherheit von Waffen und Munition. Polizeichef Irons hat sich besorgt zum Thema Terrorismus geäußert, besonders im Hinblick auf einige ungeklärte Zwischenfälle in der jüngsten Zeit. Genau am Tag vor dem Angriff der Zombies gab er Anweisungen, alle Waffen auf versteckten Punkten im Gebäude zu verteilen, als kurzfristige Maßnahme, um ihre Erbeutung durch Unbefugte zu verhindern. Unglücklicherweise hat es diese Entscheidung für uns sehr schwer gemacht, alle Munitionsdepots wiederzufinden und zu nutzen. Diese Verstecke zu finden hat für uns die höchste Dringlichkeitsstufe. Das Schloss an der Waffenkammer. Achso, ja, Überschrift und so, ne? Wie schon erwähnt, wird es für uns sehr schwierig, die ganze Munition wiederzufinden. Zwar befindet sich immer noch ein Großteil in der unterirdischen Waffenkammer, aber der Beamte, der die Schließkarte für das Sicherheitsschloss in seiner Obhut hatte, ist seit dem Angriff bedauerlicherweise verschwunden. Wir haben also keinen Schlüssel. Außerdem ging während der Kämpfe einer der Sicherheitsunterbrecher für den elektrischen Strom kaputt und die elektronischen Schlösser in einigen Bereichen sind ausgefallen. Daher ist es jetzt auch unsere wichtigste Aufgabe, den Strom im E-Raum wieder einzuschalten, damit diese Schlösser wieder funktionieren. Bericht von David Ford. Im E-Raum also. Ach Gott, das geht ja noch weiter. Oh Gott. Das kann ich auch gern lesen. Ja, wenn du möchtest, gerne. Ja, gerne. Einsatzbericht, 27. September, 13 Uhr, Ortszeit. Sie haben die Barrikade im Westen durchbrochen und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß. Wir haben die Verwundeten im Depot für konfiszierte Güter im Erdgeschoss zeitweise in Sicherheit bringen können. 12 weitere Personen wurden bei den Kämpfen verwundet. Bericht von David Ford. Wow, das war jetzt... Ach, da geht's noch weiter. Ja. Zusatzbericht. 3 weitere Beamte wurden getötet, als plötzlich ein weiteres bislang nicht identifiziertes Wesen auftauchte. Seine Kennzeichen sind fehlende Hautfetzen und rasiermesserscharfe Klauen. Der Licker. Am hervorstehendsten aber ist seine lanzenartige Zunge, mit der es sogar den Frauen befriedigen kann. Brustkorb eines Menschen blitzschnell durchbohren kann. Anzahl und Aufenthaltsort dieser Kreaturen sind noch unbekannt. Wir haben sie vorläufig lecker getauft. Ach. Ja. Und sind derzeit dabei, wirksame Gegenmaßnahmen zur Verteidigung gegen diese neue Form der Bedrohung zu finden. Lecker, lecker. Der möchte bestimmt ein Leckerli. Ahahaha. Wie, und wir sind sein Leckerbissen. War geil, da kann man so lustige Wortspiele mitmachen. Aber ja, der Part ist schon wieder zu Ende. Was sagst du denn dazu? Überraschend. Ja, ne, finde ich auch. Ja. Ach, bin ich froh, dass ich nicht anfangen muss. Ich mache nur den Pausebildschirm gleich wieder weg. Ja. Du darfst aber runterzählen. Ach ja, ich darf ja runterzählen. Fühlst du dich richtig fertig, meine ich? Fühlst du dich bereit, meine ich? Herzlich willkommen zurück zu Still... nein! Nein, wir sind hier nicht bei Still Life 2.